Ja, schönen guten Tag, meine Freunde. Wir hatten uns ja im letzten Mal mit dem buchtechnischen Verfahren beschäftigt gehabt, für die Zwecke der Kostenspaltung. Und wir sind ja zu dem Schluss gekommen, dass die buchtechnische Methode die exakteste Lösung ist, wenn es wirklich darum geht, verursachungsgerecht, aufzuspalten. Was sind fixe Gemeinkosten und was sind variable Gemeinkosten? Ja, da haben wir gesehen, dass das die theoretisch exakteste Möglichkeit ist und vor allen Dingen bei Neugründung eines Unternehmens auch die einzige mögliche Methode ist, dieser Kostenspaltung gerecht zu werden. Ja, denn wenn wir noch keine Vergleichsperioden, noch keine Vergleichsjahre haben, dann können wir das allerhöchstens unterjährig machen, sprich also für die einzelnen Monate, aber wir könnten keine Kosten Spaltung wirklich durchführen auf Jahresebene und wenn wir ja am Ende des Jahres dann dazu gekommen sind zu sagen, okay, wir wollen jetzt die Ist-Kostenrechnung fürs gesamte Jahr abschließen, dann brauchen wir ja eine Kostenspaltungsmethode, die es uns eben ermöglicht, das eben auch fürs ganze Jahr zu tun. Ja, und das buchtechnische Verfahren ist dann in diesem Fall die einzige Möglichkeit, weil wir ja noch keine Vergleichsjahre haben. Also würde das gar nicht anders funktionieren. Spannend wird es allerdings dann, wenn wir bereits schon mehrere Jahre am Markt sind. Also sagen wir mal 5, 6 Jahre. Ja, wenn wir 5, 6 Jahre am Markt sind, dann können wir schon sagen, dass wir hier und da Vergleichswerte haben und wir können versuchen, diese Kostenspaltung auch ein klein wenig einfacher durchzuführen. Vor allen Dingen auch weniger zeitaufwendig, weniger personalintensiv. Und das funktioniert dann unter anderem über ein sogenanntes Zwei-Punkt-Verfahren, was ich euch heute vorstellen möchte. Es ist natürlich keine 100% exakte Lösung, denn dafür haben wir ja die buchtechnische Methode. Es liefert aber je nachdem, wie gut ich dokumentiert habe, auch brauchbare Ergebnisse. Und es gibt da auch noch ein, zwei Abwandlungen von diesem Zwei-Punkt-Verfahren, was es vielleicht uns ermöglicht, doch relativ genau die Kosten auch zu schätzen und nicht nur eben genau zu ermitteln. Ja, kommen wir zu diesem Zwei-Punkt-Verfahren. Also bei diesem Zwei-Punkt-Verfahren werden Kosten herausgesucht, die bei gleichem Beschäftigungsniveau in der Vergangenheit angefallen sind und jene, die bei einem leicht darunter liegenden Beschäftigungsniveau angefallen sind. Was das genau bedeutet, schauen wir uns gleich an. Ist dies geschehen, so wird der proportionale Satz nach Schmalenbach für die Kostenspaltung verwendet. Ja, und dieser proportionale Satz nach Schmalenbach, das ist die untere Kostenfunktion, die ihr hier so schön seht. K von x ist gleich groß Kf plus klein kv multipliziert mit x. Also wir sehen, diese Kostenfunktion nach Schmalenbach ist eine Gerade. Die Gerade hat natürlich den Vorteil, dass es erstens die einfachste Funktion ist, die es in der Mathematik gibt. Und sie hat auch den zweiten Vorteil, dass sie relativ einfach zu bestimmen ist im Vergleich zu anderen höheren Polynomen. Kommen wir eben jetzt zu den Bedeutungen der einzelnen Variablen. Also Groß Kf ist der Fixkostenblock oder die gesamten Fixkosten halt. Das wäre grafisch gesehen der Y-Achsenabschnitt, das werden wir dann aber auch noch sehen. Klein kv sind die variablen Stückkosten, das sind durchschnittliche variable Kosten, aber ich komme da ja gleich drauf zu gleich zu sprechen. Und x ist die Beschäftigungsmenge, Beschäftigungsgrad oder auch die Ausbringungsmenge. Hier in unserem Fall meinen wir immer mit Beschäftigungsgrad oder Beschäftigungsmenge oder Ausbringungsmenge jeweils immer die Produktionsmenge, also wie viel innerhalb eines Jahres oder allgemeiner gesprochen innerhalb einer Periode eben an Produkten hergestellt worden ist. Ja, und wenn ich natürlich diese drei Variablen kenne, beziehungsweise wenn ich einfach nur Kf plus Groß Kf plus Klein Kv kenne, dann kann ich die Kostenfunktion, diese lineare Kostenfunktion ja hier schon erstellen. Und wenn ich dann auf konkrete Ergebnisse kommen möchte, dann muss ich das mit dem aktuellen Beschäftigungsgrad x, den ich ja vorliegen habe, dann multiplizieren. Dann kann ich über Umformen dann auf die jeweiligen Werte kommen, die mich interessieren. Ja, und nun ja, ich hatte ja bereits gesagt, klein kv ist nichts anderes als die durchschnittlichen variablen Kosten. Und das würde ja bedeuten, dass wir groß kv, also die gesamten variablen Kosten, durch den aktuellen Beschäftigungsgrad dividieren müssen.
Das Problem ist aber, dass wir ja KV nicht kennen. Wir machen ja gerade die Kostenspaltung und oder ja, wir machen ja die Kostenspaltung, um eben beide Kosten, sowohl die fixen als auch die variablen Kosten in ihrer Gesamtheit zu ermitteln. Und wenn KV nicht vorhanden ist, dann müssen wir anders vorgehen, um trotzdem Klein KV, also die variablen Stückkosten, ermitteln zu können. Und das machen wir über dieses Zwei-Punkt-Verfahren, wie ihr es hier auch in der Formel unten rechts seht. Ich will noch kurz einmal was dazu sagen. Ich hatte ja schon angedeutet gehabt, dass man eine Gerade immer durch zwei mathematische Formeln ermitteln kann. Man kann entweder eine Zwei-Punkt-Formel benutzen oder eben eine Punktsteigungsformel. Und je nachdem, welche, also es ist eigentlich egal, welche Formel ich verwende, ich komme dann auf die Funktion dieser Geraden. Und es hängt jetzt nur davon ab, was ich gegeben habe. Wenn ich einen Punkt gegeben habe und wenn ich eine Steigung gegeben habe, also quasi schon die variablen Stückkosten in unserem Fall, dann kann ich die Gerade als Ganze ermitteln. Und wenn ich aber keine variablen Stückkosten gegeben habe, so wie in unserem Fall, dann brauche ich zumindest zwei Punkte, ja, damit ich über zwei Punkte die Steigung ermitteln kann. Gut. Und das seht ihr dann auch hier. Das ist also diese Zwei-Punkt-Formel, wie man sie auch schon ja aus der, ich würde mal sagen, aus der Sekundarstufe 1 im Gymnasium her kennt. Wir haben oben quasi y2 minus y1 durch x durch 2 minus x durch 1. Nur, dass wir y hier jetzt groß K nennen für Kosten, weil wir die Kosten ja auf der y-Achse abtragen, wie ihr jetzt auch später sehen werdet. Ja, wir haben also zwei Kostenniveaus, einmal K2, einmal K1. Und wichtig hierbei ist, dass K2, also die Kosten bei Beschäftigungsgrad 2 größer sind als die Kosten bei Beschäftigungsgrad 1. Das habe ich hier für euch auch nochmal in diesen linken Kasten geschrieben. Und korrespondierend dazu habe ich die Beschäftigungsgrade 2 und 1 hier unten abgetragen, wobei natürlich 2 auch größer ist als 1, weil wir ja davon ausgehen, je höher die Produktionsmenge ist, desto höher sind auch in der Regel die Kosten. Je geringer die Produktionsmenge ist, desto geringer sind die Kosten. Ist ja eine logische Überlegung dahinter. Ja, und wenn ich das so ermittle, wenn ich also diesen Bruch hier bilde und ausrechne, dann komme ich auf meine variablen Stückkosten klein kv. Gut, und jetzt müssen wir eben die Kostenspaltung vollziehen, was eben bedeutet, dass wir sowohl die Fixkosten als auch die variablen Kosten ermitteln müssen. Und wie funktioniert das Ganze? Nun, wir können ja sagen, die fixen Kosten insgesamt sind doch nichts anderes als von allen Kosten eines bestimmten Beschäftigungsgrades die variablen Kosten abgezogen, ja? Und warum sind das hier die gesamten variablen Kosten groß KV? Nun, weil ich die variablen Stückkosten mit der jeweils produzierten Menge zum Beschäftigungsgrad 2 multipliziere. Wenn ich also von den gesamten Kosten die gesamten variablen Kosten abziehe, müssen ja zwangsläufig die gesamten Fixkosten übrig bleiben. Und ich habe jetzt bewusst oder hingeschrieben, weil ich das Ganze natürlich auch mit dem Beschäftigungsgrad 1 machen könnte. Ich könnte ja sagen, okay, alle Kosten, die zum Beschäftigungsgrad 1 angefallen sind, wenn ich davon die variablen Kosten, die zum Beschäftigungsgrad 1 angefallen sind, abziehe, dann komme ich ebenfalls auf meine fixen Kosten. Ist also eine sachlogische Überlegung. Ja, und hier unten habe ich eben noch einmal stehen, dass wir KV so ermitteln, dass wir die variablen Stückkosten multiplizieren mit der jeweiligen Ausbringungsmenge. In unserem konkreten Fall heißt das natürlich nicht x2, sondern x1, sondern die Ausbringungsmenge, die wir auch tatsächlich in der zurückliegenden Periode produziert haben. Und das verdeutliche ich euch am besten noch einmal anhand eines Zahlenbeispiels. Ja, wir sehen hier in dieser Tabelle, dass wir sieben Perioden haben. Wir haben also Produktionsmengen für sieben unterschiedliche Jahre hier dargestellt. Das seht ihr hier auch grafisch noch einmal. Also das sind hier die jeweiligen Ausbringungsmengen bzw. Beschäftigungen für die jeweiligen Jahre. Also hier die Produktionsmengen dargestellt in diesen orangenen Balken oder in den orangenen Säulen besser gesagt. Und wir haben die Gesamtkosten, die mit den Beschäftigungsgraden einhergehen, hier eben auf der
auf der Y-Achse abgetragen, dargestellt jeweils durch die weinroten Balken. Gut, und wir sehen schon, dass wir hier mit steigender Beschäftigung auch steigende Kosten haben, was ja der Normalfall ist. Es gibt auch durchaus den gegenteiligen Fall, aber das ist wirklich eine Ausnahme. In der Regel ist es wirklich so, was ja eben auch Sinn macht, dass man mit größerer Produktion auch mehr Kosten dann dementsprechend hat. Und wir sehen, der ist schon relativ linear, dieser Verlauf. Es würde aber keine Rolle spielen, selbst wenn der Verlauf der Kosten über die Jahre chaotischer wäre, würde es nichts an unserem Verfahren ändern, da wir ja sowieso versuchen, die Kosten mittels einer Geraden zu schätzen. Ja, und ich habe im aktuellen Fall eine Produktionsmenge von 1700 hier vorliegen, was eben bedeutet, dass diese 1700 offenbar zwischen den 1600 und den 1900 liegen. Und demzufolge die Kosten, das können wir ja jetzt schon so schätzen, zwischen 3400 und 3500 ungefähr liegen müssen. Wir werden gleich sehen, wo sie genau liegen, aber so ungefähr kann man das ja schon ablesen. Die Gesamtkosten sind natürlich noch nicht bekannt, sonst bräuchten wir ja das Ganze nicht durchzuführen. Und nun ja, dann gehen wir einmal weiter. Ja, jetzt stellt sich die Frage, wie ermittle ich eben klein KV, also die variablen Stückkosten? Und ich habe ja jetzt zwei Punkte gegeben, die für mich relevant sind. Ich muss ja schauen, in welchem Intervall befindet sich jetzt meine aktuelle Ausbringungsmenge. Das sind die 1700 und die befinden sich ja zwischen 1600 und 1900. Und das seht ihr auch hier, wo ist jetzt schon wieder der Cursor? Hier. Da seht ihr auch hier, dass wir einmal die 1900 als X2 haben, weil ja größere Ausbringungsmenge als die vom zweiten Punkt X1, nämlich 1600. Ja? Und demzufolge habe ich auch die größeren Kosten oben im Zähler, also K2 3500 und K1 3400. Wenn ich das jetzt ausrechne, komme ich genau auf ein Drittel. Wir können also sagen, die Gerade hat eine Steigung von einem Drittel, die variablen Stückkosten betragen ein Drittel. Und wenn ich dann die gesamten variablen Stückkosten bezogen auf meinen aktuellen Beschäftigungsgrad ermitteln möchte, dann rechne ich natürlich ein Drittel mal 1700 und dann komme ich ungefähr auf 566,66 an variablen Kosten gesamt. Und wenn ich dann jetzt die Fixkosten gesamt ermitteln möchte, ich habe das jetzt mal ausgehend von K2 gemacht, dann rechne ich 3500 minus ein Drittel mal 1700 und dann komme ich hier auf 3500 minus 566,66 folgerichtig und das sind dann 2933,33. So, und wenn ich jetzt darauf dann die 5.666 rechne, dann also 0,66, dann käme ich wieder auf meine 3.500. Das heißt, wir unterstellen hier gemäß dieser Geraden, dass die Kosten am oberen Ende liegen und zwar wirklich bei 3.500. Das ist genau das, was ich hier jetzt eben unterstelle. Ja, also bei 3.500 liegen jetzt hier tatsächlich die Kosten am oberen Ende dieses Intervalls. Das hätte man vielleicht erstmal nicht so gedacht. Man hätte vielleicht wirklich mehr gedacht, dass es zwischen 3400 und 3500 so ungefähr liegen müsste. Aber hier gemäß unserer abschätzenden Gerade tatsächlich am oberen Ende dieses Intervalls. Ja, und dann können wir auch die Kostenfunktion, also sprich die Gerade, sofort ermitteln. Und die beträgt natürlich ein Drittel mal x plus 2933,33 oder auch 2933,33 plus ein Drittel x. Das ist ja egal, wie man das dann dementsprechend herstellt. Ja, und dann habe ich hier eben meine Kosten gerade geschätzt anhand des Zwei-Punkt-Verfahrens so stehen. Und was bedeutet jetzt diese Kostenfunktion? Nun, die bedeutet, dass immer dann, wenn ich eine Beschäftigung vorliegen habe, die zwischen 1600 und 900 liegt, genau, das war ja das Intervall, immer dann gilt diese Kostenfunktion. Ja, immer dann. Und das würde bedeuten, ich bräuchte jetzt nur für unterschiedliche Beschäftigungsgrade oder für unterschiedliche, ja, für unterschiedliche Beschäftigung und nee, ich muss es anders sagen, unterschiedliche Beschäftigungsgrade innerhalb dieses Intervalls für x einsetzen und dann käme ich automatisch auf meine Gesamtkosten.
Ja, und von den Gesamtkosten kann ich ja die variablen Kosten beziehungsweise die Fixkosten abziehen und dann kann ich demzufolge sofort die Kostenspaltung einsehen. Das ist das Zwei-Punkt-Verfahren in der einfachsten Form. Und grafisch gesehen möchte ich euch eins nochmal zeigen, damit ihr versteht, was ich meine. Wir sehen, wir haben hier unterschiedliche Intervalle und wir sehen, der Zuwachs der Kosten ist von Intervall zu Intervall unterschiedlich groß. Das habe ich durch diese dünn gestrichelte rote Linie, die hier die Balken miteinander verbindet, dargestellt. Das heißt, wir können auch wirklich immer nur sagen, wenn wir anhand dieses einfachen Zwei-Punkt-Verfahrens eine Kostenfunktion ermittelt haben, dass die auch immer nur für dieses Intervall gilt. Würde bedeuten, dass wir in einem anderen Intervall, bei einer größeren oder bei einer deutlich kleineren Ausbringungsmenge, die eben zu einem anderen Intervall gehört, wir auch zu einer unterschiedlichen Kostenfunktion kommen und demzufolge auch zu unterschiedlichen Fix- und unterschiedlichen variablen Kosten. Ja, das ist hier der Sinn des Ganzen, dass man das versteht. Das bedeutet natürlich wirklich, dass ich für jedes Intervall separat so eine Rechnung nach dem Zwei-Punkt-Verfahren durchführen muss, was relativ kompliziert ist. Und weil das für Schätzungszwecke wiederum zu kompliziert ist, hat man sich gedacht, okay, ich mache das Ganze einfacher, ich bilde quasi eher einen Durchschnitt aus diesen unterschiedlichen Kostenfunktionen. Und das ist das, was das Hoch-Tiefpunkt-Verfahren macht. Hier haben wir eine Verallgemeinerung bzw. Vereinfachung des Zwei-Punkt-Verfahrens vorliegen. Und es gibt hierbei nur eine einzige Kostenfunktion, die für die gesamten Beschäftigungsintervalle gilt, die es gegeben hat, ja? Also die wir in der Vergangenheit beobachtet haben. Das heißt, wir haben nur eine einzige Kostenfunktion, die für sämtliche Beschäftigungsintervalle gilt. Ja? Die Verallgemeinerung wird dadurch erzielt, indem man jeweils die Kosten mit der bisher höchsten erzielten Beschäftigung und die Kosten mit der bisher niedrigsten erzielten Beschäftigung für das Zwei-Punkt-Verfahren nimmt. Das bedeutet hier in unserem Fall, wenn wir uns nochmal die Tabelle anschauen, wir haben als niedrigste Ausbringungsmenge die 1000 und als größte die 3250, korrespondierend dazu die Gesamtkosten. Wenn wir jetzt das Zwei-Punkt-Verfahren anwenden, kommen wir auf durchschnittliche variable Kosten von 0,71, Fixkosten in Höhe von 1892,5 und gesamtvariable Kosten bezogen jetzt natürlich auf 1700, weil das ja unsere aktuelle Ausbringungsmenge ist, auf 1207. Und ich hätte eine Kostenfunktion, die anders aussieht, mit deutlich weniger Fixkosten und einer deutlich größeren Steigung, nämlich 1892,5 plus 0,71 mal x. Und ich würde jetzt wirklich für jedes Beschäftigungsniveau, auch für ein Beschäftigungsniveau, was in der Vergangenheit noch nicht beobachtet worden ist, diese Funktion jetzt als geltend nehmen. Ja, das heißt, selbst wenn ich hier auf eine Beschäftigung kommen würde, die bei 4000 liegt beispielsweise, würde ich diese Formel, diese Gerade dann letztlich für meine Kalkulation verwenden. Das ist das Hoch-Tiefpunkt-Verfahren. Es ist also wirklich eine Verallgemeinerung. Man will nur eine Kostenfunktion haben, die durch sämtliche Beschäftigungsintervalle geht, die auch natürlich ein wenig außen vor lässt, wie sich innerhalb der Intervalle die Kosten genau entwickeln, aber das ist die vereinfachte Form und hiermit soll gewährleistet werden, dass man eben noch schneller die Kosten spalten kann bzw. abschätzen kann durch die Spaltung. Denn es ist ja nur eine Schätzung. Spätestens hierbei wird es eigentlich klar, dass das alles nur eine Schätzung sein kann und niemals eine genaue Kalkulation von fixen und variablen Kosten sein kann. Ja, grafisch sieht das Ganze so aus. Ich wollte es euch ja noch einmal zeigen. Also ich habe jetzt hier einmal, weil es in Excel leider nicht anders ging, die jeweiligen Kosten in den einzelnen Perioden, also die jeweiligen Gesamtkosten in den einzelnen Perioden anhand von diesen orangenen Punkten dargestellt und habe jetzt die Funktion, wie ihr sie auch vorhin auf der vorhergegangenen Folie sehen konntet, hier dargestellt. Wir haben den Fixkostenblock, der eben bei 1892 irgendwas liegt und eine Steigung von ungefähr 0,71 haben wir hier vorliegen. Und dann sieht so wirklich unsere Kostenfunktion aus. Wir sehen also, für bestimmte
für bestimmte Kostenniveaus beziehungsweise für bestimmte Perioden haben wir es ganz gut geschätzt, da liegen wir wirklich drauf, und für andere Funktionen oder für andere Perioden besser gesagt, haben wir es relativ schlecht geschätzt. Aber das ist das Zwei-Punkt-Verfahren jetzt in, wie soll ich sagen, in Extremform, nur eine einzige Kostenfunktion für sämtliche Beschäftigungsniveaus, die in der Zukunft auftreten werden. Und diese sieht dann grafisch demzufolge so aus. Ja, jetzt gibt es noch die statistische Methode, und dann sind wir auch mit allen Methoden fertig, die es in der Kostenspaltung gibt. Auch diese ist per se nicht wirklich anders als die des Zwei-Punkt-Verfahrens oder des Hoch-Tiefpunkt-Verfahrens. Nur mit dem großen Unterschied, dass wir hier die Kostenspaltung über eine Regression durchführen. Ja, also wir wollen hier eine durchschnittliche Betrachtung tatsächlich vornehmen. Und diese durchschnittliche Betrachtung, die kann sowohl in linearer Form als auch in Form eines gleitenden, sprich polynomischen Trends erfolgen. Und da muss man jetzt schauen, was für einen sinnvoller ist. Reicht einem jetzt selbst die einfache Regressionsgerade, oder möchte man nicht doch lieber einen gleitenden Durchschnitt hier ermitteln, um die Kosten für die einzelnen Intervalle dann besser ablesen zu können? Ich zeige euch das mal grafisch. Wenn ich jetzt hier eine Regressionsgerade durchziehe, dann sieht das folgendermaßen aus. Ich habe hier meine Fixkosten bei 2200 und ich habe eine Steigung von 278,57x, wobei man sagen muss, das ist hier jetzt eben eine Regressionsgerade. Ja? Und polynomisch betrachtet würde das Ganze so aussehen. Ja? Man sieht also, die statistische Methode ermöglicht schon eine viel, viel genauere Schätzung der Kosten, als es die Zwei-Punkt-Methode oder das Hoch-Tiefpunkt-Verfahren überhaupt ermöglichen kann. Alleine dadurch, dass wir hier die Möglichkeit haben, auf einen gleitenden Trend, auf einen gleitenden Durchschnitt zurückzugreifen. Ihr seht es ja selbst anhand der schwarzen geschwungenen Linie, wie sehr wir der Realität tatsächlich nahe kommen, wenn wir hier den polynomischen Trend verwenden. Das Ganze ist natürlich nur so. Es wird nicht unbedingt einfacher. Also man muss sich natürlich mit der Ermittlung von solchen Regressionsgeraden etc. auskennen. Man muss sich auch darüber auskennen, wo jetzt die Schwächen liegen, beziehungsweise inwieweit man das Ganze zu deuten hat. Aber die statistische Methode ist von allen Abschätzungsmethoden, und das sind ja drei, Zwei-Punkt-Verfahren, dann das Hoch-Tiefpunkt-Verfahren, was im Wesentlichen ja ein Zwei-Punkt-Verfahren ist. Und diese statistische Methode, da können wir auf jeden Fall sagen, die statistische Methode ist für alle, wie soll ich sagen, ist von allen Abschätzungsmethoden auf jeden Fall die beste. Ja? Gerade dann, wenn wir so einen polynomischen Trend hier verwenden. Ich glaube, ich habe hier ein Polynom sechsten Grades durchgezogen, und man sieht schon, ein Polynom sechsten Grades kann viel, viel besser den tatsächlichen Kostenverlauf darstellen als jetzt einfach nur eine Gerade. Wichtig dabei ist aber zu wissen, dass jetzt diese statistische Methode tatsächlich auch nur für die jeweiligen Intervalle gilt. Das heißt, für zukünftige Intervalle oder für zukünftige Beschäftigungsgrade, die oberhalb dessen liegen oder auch unterhalb dessen liegen, was wir hier als Ober- und Untergrenze beobachtet haben, hat die statistische Methode natürlich keine Aussagekraft mehr, denn ich kann ja nur einen Trend auf Basis von bestehenden Daten ermitteln. Und wenn ich jetzt irgendwann mal zu einer Beschäftigung von 4000 kommen würde, dann hätte dieser Trend wiederum überhaupt keine Aussagekraft, denn wir sehen, die Kosten würden fallen. Ja, wir sehen es ja hier durch diesen Knick. Bei 4000 würden die Kosten auf einmal wieder deutlich fallen. Und das kann es ja nicht sein. Das ist ja unlogisch. Ja? Wenn wir so einen Kostenverlauf haben, dann können wir nicht davon ausgehen, dass bei einer Ausbringungsmenge von 4000 die Kosten auf einmal niedriger liegen, als sie ja, für 1900 liegen würden. Ja? Also das ist ja klar. Das sollte wirklich bekannt sein. Das heißt, für das bestehende Intervall, für die beobachteten Werte, ist dieser polynomische Trend wirklich sehr, sehr gut geeignet. Ja? Aber für alles, was darüber geht oder darunter liegt, ist er eben nicht geeignet. Und das zeigt uns auch so ein wenig, dass es sehr, sehr wichtig ist, viele Beobachtungswerte zu haben, um einen wirklich aussagekräftigen Trend auch herleiten zu können. Das heißt, wenn ich jetzt 20, 30, 40, 50 Jahre in meiner Betrachtung hätte, dann könnte ich tatsächlich sagen, okay,
so wie sich das in 50 Jahren entwickelt hat, wo Höhen und Tiefen dabei gewesen sind, wo ich sehr gute Jahre dabei hatte, aber auch sehr schlechte Jahre, da kann ich dann wirklich sagen, okay, ich gehe immer anhand dieses Trends, weil wohl in Zukunft auch keine höheren oder keine niedrigeren Werte mehr vorkommen werden. Wobei man das natürlich nie immer so sagen kann, aber es macht dann auf jeden Fall mehr Sinn, ja. Und das ist eben das Problem, wenn man auch nur 2, 3, 4, 5 oder 6 Jahre zum Vergleich hat, dass dann auf einmal Ausreißer entstehen können aus Sicht dieser 6 Jahre, die dann eigentlich gar keine Ausreißer sind, wenn man eine längerfristige Reihe dem zugrunde liegen würde, legen würde. Ja, ich hoffe, ich konnte euch in diesem Video zeigen, wie spannend eigentlich die Kostenspaltung ist, wie schwierig das Ganze auch ist, wenn man nicht die buchtechnische Methode verwendet und man wirklich sich hundertprozentig auf die Zahlen verlassen möchte. Ich persönlich würde immer nach dieser statistischen Methode gehen, wenn wir schon Kosten abschätzen möchten. Aber es stellt sich natürlich auch die Frage, inwieweit das Sinn macht, wenn ich nur 5 oder 6 Jahre als Vergleichsmethode habe. Ansonsten muss man ganz klar sagen, die buchtechnische Methode ist allen Verfahren überlegen, ist aber sehr, sehr schwierig in der tatsächlichen Anwendung. Enorm zeitaufwendig, enorm Personal und damit auch kostenaufwendig. Und man muss sehen, wie man als Unternehmen dann am besten hier verfährt. Ja, ich hoffe, das Video hat euch wie immer Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen. Ich weiß auch, dass das im Studium nicht unbedingt so verlangt wird in der Kostenrechnung, aber es wird immer von Kostenspaltung gesprochen und keiner erzählt es einem, keiner zeigt es einem, wie es wirklich geht, was mich immer sehr verwirrt und auch gestört hat. Und deswegen wollte ich euch zumindest einmal zeigen, wie man diese Kostenspaltung dann tätigen kann. Und wie dann die Basis eben für die Kostenstellenrechnung entsteht, der wir uns dann in den nächsten Videos widmen werden. Gut, dann würde ich sagen, bis dahin und vergesst nicht einen Daumen nach oben dazulassen, wenn es euch gefallen hat. Und ja, bis dahin würde ich einfach mal sagen.